Hallo und herzlich willkommen bei Rebits TV. Ich bin's mal wieder, euer Timo, und ich habe wieder Spaß dran gefunden. Ich hab wieder Lust zu kommentieren. Ja! Und heute ist es mal kein Live-Commentary so wie beim letzten Mal, sondern ich möchte euch so ein bisschen darüber aufklären, warum ich keine Zeit hatte zum Kommentieren und so weiter und so fort halt. Und ja, keine Zeit hatte ich wegen meinem Trickshot-Clan. Jetzt sagen wahrscheinlich wieder die meisten so, das ist ja scheiße. Aber nur wenn ein ganz kleines Quäntchen Interesse in euch steckt, könnt ihr ja mal vorbeigucken bei Max Gaming PS3, da bin ich Leader. Und ja, der Link, der wird jetzt links oben, so wollte ich schon immer mal machen, so bling, eingeblendet. Und ja, schaut einfach mal vorbei. Und ich meine, man hat ja auch nicht wirklich was von meiner Abwesenheit gemerkt. Die Hälfte der Leute, unserer Abonnenten, sag ich jetzt mal, die vom Asiali gekommen sind, die haben zum Beispiel die ganze Zeit wahrscheinlich wieder gedacht, dass nur der Gonz der Commentator bei Rebits TV ist. Das ist aber gar nicht schlimm. Und ja, hier seht ihr gerade, wie der Wursti, mit dem ich übrigens gespielt habe, den findet ihr in der Subbox, ganz dreist weggeholt war, weil ich ihn aus Versehen geblockt habe. Aber ja, shit happens. Ich hoffe, wir können trotzdem Freunde bleiben. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, beim Gonz. Der Gonz, der hat das ja supi-bupi gemacht. Und das war ja nicht nur Gonz sein, ja, wie hieß das Wort denn nochmal? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es nicht nur durch Gonz gewesen, sondern auch durch Olli, dass wir so viele Abonnenten bekommen haben. Der Olli, der macht unser Kanaldesign. Also, GFX und Editing, macht die Intros und so weiter halt. Und den Olli, den finde ich, der hat es mal übelst verdient. Der steht bei seinem eigenen Channel seit einem Jahr jetzt oder so auf 50 oder 51 Abonnenten. Und bitte schaut mal bei dem vorbei, der macht wirklich klasse Videos, macht Skate 3 Sachen und ja, viel was mit Skateboarden zu tun hat. Und ja, schreibt ihm mal auf die Pinnwand schöne Grüße vom Timo oder so. Und ja, heute das Gameplay. Ich glaube, ich muss etwas schneller reden, weil es geht nicht allzu lang. Da ist eine Horstmigration drin, also nicht wundern, wenn gleich irgendwann mal das Bild grau wird und wieder normal. Ja, das heutige Gameplay, wie schon gesagt, mit dem Wurst, die er spielt, mit dem Wurstbrot Elite. Sucht mal in der Subbox nach ihm, ist auch ein, ein Schützling von Killer Chris. Und ja, da habe ich zum ersten Mal in dem Gameplay wieder mal was richtig weggebasht. Habe zwar nicht allzu viele Kills am Ende, aber die KD, die kann sich, denke ich mal, schon sehen lassen. Und ja, komme ich direkt mal zum Class-Setup, wovon ich gar keine Ahnung habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nur, dass ich mit der MSR gespielt habe, wahrscheinlich mit Quick-Draw, also schneller ziehen Pro, Meisterschütze Pro und Fingerfertigkeit Pro, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und ja, Aufsatz halt der ganz normale Zoom. Secondary habe ich die Stinger dabei, um habe ich doch, ja, so wie im Live-Commentary, um halt Flugzeuge wegzubashen. Aber das Gameplay, das wird haushoch von meinem Team dominiert und deswegen brauche ich gar keine Flugzeuge abknallen. So, das war's eigentlich auch schon. Kommen wir zu meinem heutigen Thema und ich glaube, ich fange gleich schon wieder an zu heulen, denn mein heutiges Thema ist Noska in Norbam. Ja, das habe ich jetzt mal verkackt. Aber scheiße, Leute, machen wir es nochmal. Das heutige Thema ist Nostalgie. Halt mit den Spielen, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich glaube, ich drücke mir gleich direkt schon mal eine Träne weg. Und wundert euch nicht, wenn ich mal aus Versehen Pups verliere oder so. Aber ja, also das heutige Thema: Spiele, mit denen ich aufgewachsen bin. Und bevor ich euch auffordere dazu, in die Comics zu schreiben, mit welchen ihr aufgewachsen seid, kommen erstmal so meine Story. Also, alles angefangen hat es mit meinem süßen gelben Game Boy Color. Den grauen hatte ich nicht. Aber ja, mit dem Game Boy Color und Pokémon Silber. Mein Nachbar hatte Pokémon Gold und wir haben es die ganze Zeit gezockt. Und so faszinierend fand ich halt einfach diesen Sammel, dieses Sammeln von Pokémon. Da wollte man immer mehr und richtige Suchtgefahr und so. Und immer mit dem Gameboy, der an war, in der Tasche rumgelaufen. Das weiß ich noch alles ganz genau. Und ja, auch toll fand ich dieses Open World, dieser Open World Charakter.
Und ich wollte halt immer ein Pokémon in 3D spielen, aber es gab es ja nie für PlayStation, weil Nintendo und PlayStation, es ist ja so wie Sommer und Winter. Und ja, ich hatte halt einfach keinen Bock mehr, eine GameCube zu kaufen. Und ja, dann ging es weiter auf dem PC mit Need for Speed Underground, also der erste Teil. Fand ich übelst Hammer, die Grafik, also damals mit meinen 10 Jahren oder so. Aber ich fand es immer blöd, dass man, dass die Strecken halt so linear waren und dass man die Autos nicht wie in Teil 2 von InTune konnte. Aber ja, bleiben wir nicht zu lang da hängen, denn dann kam Spider-Man. Ich habe es mir für einen PC gekauft, aber es ging nicht. Ich glaube, mein PC geht gleich aus, mein Laptop, weil es alle ist, aber das ist egal. Ja, ich habe es mir gekauft und mal wieder irgendwas mit der Installation falsch gelaufen. Ich habe mich aufgeregt, ich habe in mein Kopfkissen gebissen, ich habe ins Bett geschissen, ich weiß nicht was. Und dann hat mein Vater mir endlich eine PS2 gekauft mit Spider-Man 3. Ja, war jetzt nicht so der Oberburner. Hat sich eigentlich nicht gelohnt, sich genau dafür eine PS2 zu kaufen. Aber das müsste mein Vater ja nicht sagen. Und dann kamen Spiele wie Test Drive und so weiter und so fort. Und dann kam der burnigste Burner. Das Spiel hat mich so geflasht. Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs. Oh, ich hab's mir gekauft. Ich habe 700 Stunden Playtime oder so. Und ich würde meinen Körper auf den Strich dafür verkaufen, dass dieses Scheißhammer-Game in HD im PlayStation Store kommt. Ich würde dafür 100 Euro ausgeben, ist mir scheißegal. Und ich bin eigentlich gar nicht so der Typ für Rollenspiele. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, worum es da geht, aber es ist halt ein Comic-Rollenspiel mit Cell-Shading-Look. Das ist so dieselbe Grafik ungefähr wie bei den Dragon Ball-Spielen. Und ja, warum mag ich keine Rollenspiele? Man braucht halt eine gewisse Zeit, um sich in die Story und in die Charaktere reinzuversetzen. Und ja, das ist halt nicht so mein Fall. Und nein, mein PC geht aus! Nein! Nein! Hey Leute! Ja! Und es geht weiter. Das war jetzt mal der Oberfail. Aber scheiß drauf, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit zum Reden und deswegen machen wir direkt weiter. Ja, Dragon Quest 8. Wie schon gesagt, würde ich für auf den Strich gehen und ja, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, irgendwann kam die PS3 mit Little Big Planet und Assassin's Creed 1. Little Big Planet. Mein Gott, was habe ich denn heute mit meiner Zunge? Little Big Planet war gut, aber mir irgendwie zu babyhaft, habe ich irgendwann in der Schule für 20 Euro verscherbelt. Und Assassin's Creed 1 fand ich sehr innovativ, aber fand ich scheiße. Also, ich bin heute natürlich leidenschaftlicher COD-Zocker. Aber früher, da fand ich das noch so gut, wirklich so. Also ich spiele auch noch viel Uncharted. War auch eine riesige Zeit. Uncharted 2 natürlich, 1 hatte ich jetzt nicht so. Habe ich mir ausgeliehen und so. Aber Assassin's Creed 1 fand ich einfach zu monoton, die Story her, immer dieselben Quests und so weiter und so fort. Und deswegen, ja, scheiß auf das Spiel. Teil 2 habe ich natürlich gesuchtet, war übelst krass. Und ja, die neuesten finde ich wieder nicht so toll. Ja, wie schon gesagt, dann kam COD und ich glaube, ich muss noch einen Clip dranhängen, aber das ist jetzt auch egal. COD und YouTube und ja, halt, ich habe mit COD Black Ops angefangen, muss ich zugeben. Ja, ich bin kein Veteran und so, aber ich habe mir noch MW2 gekauft, sonst könnte ich auch nicht Trickshotten. Und natürlich MW1 musste ich mir auch unbedingt noch kaufen. Da sollte Quickscopen geboren werden und so. Und ihr habt ja bestimmt schon ein, zwei, ich glaube sogar nur ein Gameplay, MW1 Gameplay von mir gesehen. Aber ja, das war's eigentlich auch schon so von mir. Ihr seht hier jetzt noch den schönen Clip, wo ich so rumjumpe hier wie der EMP Blackout in seinen Gameplays. Und ja, ich möchte gern das Commentary mit einer Frage beenden. Und ja, wie schon am Anfang angekündigt, was sind die Spiele, mit denen ihr aufgewachsen seid? Das würde mich wirklich, wirklich doll interessieren. Schreibt's in die Kommentare. Und wenn es euch nichts ausmacht, wenn eure grauen Haare euch noch nicht des ganzen Selbstbewusstseins, sage ich einfach mal, beraubt haben, dann schreibt auch noch so euer Jahrgang hinzu, so ungefähr. Ihr braucht ja jetzt nicht euer Geburtsdatum dahin schreiben, aber es wäre lustig. Und halt aus welcher Altersgruppe ihr seid.
Ja, das war es heute eigentlich auch schon wieder. Ja, von mir gibt es nur noch eins zu sagen: Abonnieren, Klopapieren und sabotieren. Tschaußen, Leute!